Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Es ist eine sehr präzise Berechnung und übereinstimmt, so wie die Astronomen das auch berechnen. Aber nicht wundern, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Elinera, ich grüße dich. Das ist dein Jahreshoroskop, dein Video, selbstverständlich anonym. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts. Das bleibt so. Und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck und zeigt dein Lebensweg, was deine Seele ausgesucht hat. Die Lebensbereiche, wo Energie fließt, sind für dich die wichtigsten Lebensbereiche. Das werde ich aber noch erklären. Dieser Bild zeigt die Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, und das bleibt. Was aber nicht so bleibt, das ist, dein Leben bewegt sich und du befindest dich immer in einer 7-Jahren-Periode. Alle 7 Jahre haben wir andere Eindrücke, Lernaufgaben, andere Themen sind wichtig, bewegen wir immer wieder auf anderen Boden. Du befindest dich zurzeit im Steinbock-Perioden. Und das bedeutet, viele Dinge fällt dir momentan schwer, hast auch Lernaufgabe. Und in dieser Zeit ist wichtig, dass du Ziele hast, die Ziele nicht aus den Augen verlierst, dass du geduldig bist und Ausdauer zeigst. Und so Schritt für Schritt erreichst du deine Ziele und kommt viele Dinge in dein Leben dann in Ordnung oder kannst du deine Ideen, Träume verwirklichen. Es wird Realität. Dein persönlichen Schutzengel heißt Mebachel. Mebachel ist der Engel, der das Versprechen hält. Und das ist für dich auch wichtig, dass Menschen, die ihren Versprechen oder etwas versprechen, die sollen das auch halten. Du legst einen großen Wert drauf. Engel Mebachel beschützt dich, ist Engel der Beschützer und Retter. Befreit von Unterdrückungen, befreit von Gefangenschaft und gibt uns die Hoffnung, dass etwas Verlorenes zurückkehrt, schenkt uns Liebe und Reichtum und vertritt die Gerechtigkeit, Wahrheit und Freiheit. Es gibt bestimmte Tage, wo du im Einklang bist mit dieser Energie, und das ist 26. Mai, 31. Mai, 22. Januar, 3. April, 17. Juni, 31. August und 12. November. Das sind besondere Tage und spürst die Energie von Engel Mebachel. Nicht nur du bewegst dich in dein Leben und ändert sich immer wieder etwas, sondern Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Wobei, bei Sonnenbewegung muss das genau beschreiben, die Bewegung macht eigentlich unserem Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein,
wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und diese Bewegung nennt man Transit. Und diese Transitbewegung löst immer wieder etwas aus im Geburtshoroskop. Und genau das betrachten wir. Was kommt auf dich zu in die kommenden 12 Monaten? Und ich starte mit September 2019. Uranus ist noch rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet, das bremst die Veränderungen. Oder wenn du etwas verändern möchtest im Leben oder kommen unerwartete Ereignisse, oft hat das mit Vergangenheit was zu tun. Grundsätzlich bringt Uranus Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, außergewöhnliche Begegnungen. Uranus bewegt sich in Tierkreiszeichen wieder. Nicht nur dieses Jahr und nächstes Jahr, sondern längeren Zeit nach indischen Berechnung. Und ich setze Uranus hier im Widder. Dein Widder-Energie hast du im 10. Lebensbereich. Und das bedeutet Berufung. Also in beruflichen Situation ändert sich etwas. Dieser 10. Lebensbereich bedeutet auch Öffentlichkeit. Das ist auch möglich, dass du in die Öffentlichkeit kommst oder hast du Begegnungen mit jemand, außergewöhnlichen Begegnungen, dass diese Person in die Öffentlichkeit steht. Die 10. Lebensbereich bedeutet auch das Höchste, was man erreichen kann und zeigt die Zielerreichung. Und die Widder-Energie hier ist Neuanfang und Begeisterung. Immerhin ist Feuerelement. Also in diesem Bereich kommen bei dir in die kommenden Jahren Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, außergewöhnliche Begegnungen. In dein Geburtshoroskop befindet sich hier Jupiter und bringt dir Glück. Rahu und Ketu. Die beiden zusammen bilden sich eine Drache. Und Drache symbolisiert unsere Ängsten. Und der Drachentöter erscheint immer wieder in Mythologie und symbolisiert die Ängste loslassen, die Ängste überwinden, bewältigen. Und wenn wir angstfrei leben, dann kommt diese Wandlung. Und dann haben wir hier karmische Themen, kommen auch Erinnerungen, viele Dinge loslassen, was Angst auslöst oder was uns bedrückt. Die schönen Erinnerungen natürlich bewahren und wir suchen eine neue Richtung, weil die Seele braucht das, macht Lebenserfahrungen oder genau die Richtung befreit die Seele. Das ist eigentlich die Sinn, die Sache dieser Drache. Aber dieser Drache ist getrennt. Der Kopf wurde abgeschnitten. Aber wir kennen nur ein Teil von dieser Drache und das ist der Drachenkörper. Der Drachenkopf kennen wir nicht, die Seele sucht das. Dieser absteigende Mondknoten symbolisiert das, was wir kennen. Und in diesem Bereich hast du Lebenserfahrungen gemacht. Auch all das, was du in früheren Leben oder mehreren Leben schon erlebt hast. Hier kommen die Erinnerungen.
Natürlich die Stierenergie, das Leben genießen, um den Besitz kümmern, auch die Ruhe bewahren und Freundschaften, deine Hoffnungen nicht aufgeben und Freundschaften schließen. Aber Stier neigt dazu, etwas festhalten wollen. Und Stier mag nicht die Veränderungen. Also die gute Seite sollst du bewahren, behüten, das sind wahre Schätze. Aber was dich hindern kann, zum Beispiel, wenn du versuchst, etwas festhalten oder wenn du Chancen, Möglichkeiten hast, etwas verändern in dein Leben und das entspricht sogar deinen Hoffnungen und Wünsche, das passt ganz gut zum 11. Lebensbereich, dass du das dann nicht zutraust, etwas Neues starten. Obwohl, da hast du auch Glück, weil das, was Jupiter ihm wieder verspricht. Also das kannst du überlegen, was sollst du bewahren, was kannst du verändern. Hier hast du Erfahrungen gemacht. Nicht nur dieser absteigende Mondknoten ist im Stier, sondern dein Mond und Mars. Mond hat einen Einfluss auf deine Gefühle und Mars ist der Mann und wirkt in Liebepartnerschaft. Und das bedeutet, dieser Mann mit großer Wahrscheinlichkeit kennst du schon von früheren Leben und seid ihr seelisch miteinander verbunden. Die aufsteigende Mondknoten oder Rahu ist die Drachenkopf. Das ist der Bereich, was wir nicht kennen. Da kennen wir uns nicht aus. Und hier haben wir eine Aufgabe oder unsere Seele sucht diese Richtung. Und das ist die 5. Lebensbereich, die Kinder, das innere Kind, die Erinnerungen an die Kindheit, die schöpferische Kraft und die Lebensfreude. Und das ist der Weg, was dich befreit. Hier hast du Neptun in dein Geburtshoroskop und das zeigt deine Kreativität, deine schöpferische Kraft, deine Intuition. Also lass dich auch inspirieren. Und hier kannst du deine Träume verwirklichen und karmisch gesehen, das, was dich auch befreit. Diesen beiden Mondknoten nehme ich jetzt raus aus diesem Geburtshoroskop, weil die bewegen sich auch und ich habe keine zweite Karte dazu und ich benötige das. Also ich nehme das mal hier raus. Aber im Geburtshoroskop bleibt das natürlich. Rahu, dieser Drachenkopf, befindet sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch in Tierkreiszeichen Zwillingen. Also bleibt ziemlich lang. Und hier ist ein Bereich, und das sind die Geheimnisse, die Rückzug, auch die Bereich, die tiefe Zusammenhänge des Lebens zu erforschen, erkennen. Da sind jetzt karmische Themen. Hier aktiviert diese karmischen Knoten. Ketu, die absteigende Mondknoten, bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch im Schütze. Ich setze Ketu im Schütze und das bedeutet, hier kommen die Erinnerungen. September 2019 befindet sich Sonne im Löwe, mindestens mal Anfang September, und zeigt Monatsthemen. Monatsthema ist Bereich Finanzen. Der zweite Lebensbereich bedeutet Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, Besitz, etwas im Besitz nehmen, aber auch um das Geld auch achten. Energetisch hängt Selbstwertgefühl und Finanzen zusammen.
Wenn wir zum Beispiel sagen, ich bin es nicht wert, ich habe das gar nicht verdient, das natürlich hindert den Geldfluss, weil die Einstellung stimmt nicht. Stattdessen sollen wir das anderes formulieren. Ich habe das im Besitz, ich habe das verdient, ich bin es wert. In deinem Geburtshoroskop befindet sich hier Sonne und Venus. Das ist deine Selbstdarstellung und deine weibliche Energie. Und das liebst du auch, diese löwenhafte Glanz und Luxus im Mittelpunkt zu stehen. Das entspricht schon dein Wesen. Nicht nur Sonne befindet sich hier in Löwe, sondern auch Mars, Venus und Merkur. Mars und Venus sind die beiden Liebesplaneten. Das könnte bedeuten, dass in die Liebe, Partnerschaft, Wertschätzung, Verlangen soll's, Respekt, aber auch überlegen, wie wertvoll das ist, dabei aber dein Selbst nicht verleugnen, weil Löwe symbolisiert auch unserem Selbstbewusstsein. Und hier hast du auch Merkur. Natürlich bedeutet das auch die Finanzen. Wo gibst du Geld aus? Oder wie kommt das Geld rein? Einnahme und Ausgabe, all das ist hier auch die Thematik. Und bei Merkur-Energie kann das Terminen oder Verträgen bedeuten. Jupiter vergrößert etwas. Jupiter bringt auch Glück und Jupiter bewegt sich hier in Skorpion. In dein Geburtshoroskop hast du hier Neptun und Neptun verspricht dir etwas, deine Träume zum Leben. Und die Jupiter-Energie gibt dir jetzt die Chancen, Möglichkeiten, das auch zum Verwirklichen. Aber achte auf deinen Gefühlen, weil Skorpion zeigt das auch. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert unserem Gefühlen. Und Skorpion zeigt die Erneuerungsprozesse, die Wandlung, die Transformation. Und das kannst du so vorstellen, es gibt zwei Systeme. Zwei grundverschiedenen Systemen. Die eine hat mit den anderen überhaupt nichts zu tun. In einem System sind die negativen Gefühle und die blockieren, wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Aggression, Eifersucht, Neid, Hass, all das sind negative Gefühle. Und die positiven Gefühle sind Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Mut, Kraft, Vertrauen und Liebe. Und das hat eine göttliche Quelle und das ist die schöpferische Energie. Und Skorpion zeigt, wie wichtig das ist, raus aus den negativen Gefühlen, raus aus Angst. Und angstfrei leben, übergehen auf die Begeisterung, Hingabe, Liebe. Und das ist hier gerade die schöpferische Energie. Neptun befindet sich im Wassermann. Neptun ist gerade rückläufig. In dein Geburtshoroskop befindet sich unser Planet Erde in Wassermann und zeigt, hier manifestiert sich etwas und Neptun aktiviert das. Was manifestiert sich? Deine Träume oder deine künstlerische Begabung. Das aktiviert nämlich Neptun auch. Neptun ist noch rückläufig, das bedeutet, das bremst noch deine Träume zu verwirklichen, bedeutet aber auch Vergangenheit und auch karmischen Erinnerungen. In diesem achten Lebensbereich ist wichtig das Loslassen. Von alles verabschieden, trennen, kündigen, loslassen, was bedrückt, was Angst auslöst, befreit zu sein
Und dann kommt zu diesem fließende Energie. Und Wassermann bedeutet Luftelement, so kommst du auch zum Leichtigkeit. Saturn und Pluto, beide befinden sich im Schütze, dort wo auch die Mondknoten befinden. Saturn ist der Planet der Schicksal. Wo sich Saturn bewegt, kommt immer schicksalhafte Veränderungen, schicksalhafte Begegnungen, schicksalhafte Entscheidungen. Saturn hilft und unterstützt uns, etwas in Form zu bringen, etwas befestigen. Aber es ist nicht einfach, dieser Saturn-Einfluss, weil Saturn ist der große Lehrmeister und belehrt uns immer wieder. Also hier gerade im Schütze-Energie, im sechsten Lebensbereich wirkt Saturn. Schütze bedeutet Feuerelement. Und Feuerelement ist die Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Schütze ist beweglich und durch Jupiter ist auch optimistisch, mutig. Also kann man von vielen Dingen begeistern. Mal hier, mal dort, mal überall. Und die Schütze neigt dazu, die Orientierung zu verlieren. Aber die Schütze, diesem Stammbild, zeigt in eine Richtung. Dieser Pfeil zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und spirituell bedeutet das, das sind unsere Wünsche. Wenn du bestimmte Vorstellung hast und hast du deine Wünsche und das begeistert dich auch und hast du den Mut, etwas in Bewegung setzen, dann bist du in richtige Richtung. Und Jupiter bringt das Glück. Jupiter herrscht nämlich über den Tierkreiszeichen Schütze. Und das erlebst du im Alltag und in deiner beruflichen Situation. Und Saturn, der große Lehrmeister, belehrt dich gerade. Pluto hat auch eine Wirkung, weil Pluto zeigt, konzentriere auf dem Wesentlichen und lass dich nicht ablenken. 19. September wird Saturn direktläufig. Und das bedeutet, bis 18. September ist noch rückläufig. Das bremst die Veränderungen oder die Entscheidungen, werft etwas zurück. Kann auch bedeuten, das hat mit Vergangenheit was zu tun, da noch aufräumen. Und ab 19. September ändert sich die Richtung und bewegt sich vorwärts. Und das erlebst du beruflich, auch im Alltag. 6. September ist Halbmond in Skorpion. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond, die beiden Lichter, stehen in einer Spannung. Und diese Spannung, diese Nervosität spüren wir auch. Und bei dir kommt das in Wirkung in diesem Lebensbereich. Und das hat mit Kindern was zu tun oder dein Lebensfreude. Du solltest etwas schöpferisch gestalten oder etwas genießen und andere mischen sie sich ein oder du bist unsicher. Und das ist diese Strenge, was in diesem Tag möglich ist, das so zu mal erleben. 14. September ist Vollmond im Wassermann. Hier, Vollmond bedeutet, etwas wird beleuchtet. Und das sollen wir anschauen. Und das sind Themen loslassen, eventuell Themen mit Ämtern, Finanzamt, Versicherungen, Banken,
immer das, was mit Geld, mit Finanzen, was zu tun hat, eventuell erbschaftliche Themen. 22. September ist Halbmond im Stier. Das ist hier. Halbmond ist Spannung. Stier hat mit Finanzen was zu tun. Also auf dem Geld achten. In diesem Lebensbereich sind auch Freunde, Freundschaften oder Gruppen von gleichgesinnten Menschen, wie zum Beispiel ein Verein oder eine Partei. Da kann in diesem Tag zum Spannung kommen. 28. September ist Neumond im Löwe. Neumond bedeutet Rückzug, Meditation, Nachdenklichkeit. Du erlebst es hier im zweiten Lebensbereich, nachdenklich sein. Was ist für dich wertvoll? Was möchtest du befestigen? Was möchtest du in Besitz nehmen? Dann auf deinen eigenen Selbstwertgefühl achten und halte das Geld zurück. Oktober. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Ein neues Monatsthema beginnt, begleitet mit Mars und Venus. Das kann Liebe, Partnerschaft bedeuten. Und das erlebst du hier im dritten Lebensbereich mit Jungfrau-Energie. Und das bedeutet, etwas in Ordnung zu bringen, klären, bereinigen. Der dritte Lebensbereich zeigt die Schule des Lebens und auch die Prüfungen. Wie können wir uns behaupten gegen Konkurrenten oder Rivalen? Also wie können wir uns durchsetzen? In diesem Lebensbereich befindet sich auch der Austausch von Informationen oder Schulungen, Bildung. Bedeutet auch Kontakte mit Verwandten, Nachbarn, Bekannten. Also bewegt sich hier einiges und die Jungfrau-Energie zeigt, etwas in Ordnung zu bringen, etwas klären oder auch mal kritisch zu sein, trennen Spreu von Weizen. In dein Geburtshoroskop befindet sich hier Merkur und Pluto. Merkur zeigt dein Wissen und dass du das auch lernst oder gibst das weiter, dieses Wissen, du vermittelst es auch. Und Pluto, die Konzentration und deine inneren Kraft, deine Überzeugungskraft. Und dieser Bereich wird aktiviert von Sonne, dass du etwas klar und deutlich siehst und erkennst. Sonne symbolisiert auch das Licht, die Augen. Und Mars, Venus ist entweder im Bereich Liebe, Partnerschaft oder kann auch bedeuten, dass du hier Verbindungen hast mit männlichen Personen, aber auch mit weiblichen Personen. Es ist nämlich so, im Geburtshoroskop bedeutet Venus deine eigene Weiblichkeit und Mars bedeutet im Geburtshoroskop der Mann. Aber bei diesem Transitbewegung kann das auch anderen Personen sein, Kolleginnen oder Freundinnen, Bekannten. Und bei Mars-Energie ist nicht nur der Partner, kann natürlich sein, aber muss nicht. Das kann auch ein Kollege sein oder ein netter Nachbar oder jemand von Verwandten. Merkur befindet sich im Waage. Die Waage-Energie hast du in den tiefsten Punkt des Horoskopes und das bedeutet die Basis, die Fundament und auch dein Zuhause. Hier Waage zeigt, du liebst die schöne Umgebung oder ein schönes Zuhause, schön und gepflegtes Zuhause und das ist geschmackvoll eingerichtet. Und Uranus hier in diesem Bereich, in deinem Geburtshoroskop, bedeutet,
dass du immer wieder mal Veränderungen hast, wohnliche Veränderungen. Und Uranus zeigt eher das Moderne und Waage das Helle und Luftige. Und das passt zu dir, betrifft deine Wohnsituation. Die Merkur-Energie hier kann ein Vertrag bedeuten oder Gespräche über Immobilien, Inneneinrichtung. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Halbmond ist Spannung, das erlebst entweder auf einer Reise oder im Arbeit. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen. Vollmond bedeutet, es wird beleuchtet, das sollte man hinschauen. Und das ist hier der 9. Lebensbereich und das bedeutet Reisen. Reisen, Ausland, Auslandskontakte, eventuell eine höhere Bildung. Bedeutet aber auch innere Reise, Glaubensrichtungen oder eine spirituelle Reise. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillingen. Und das erlebst hier im 12. Lebensbereich und das bedeutet Rückzug, aber zeigt auch die geheime Feinde. Bei diesem Halbmond ist Spannung, das möglich, dass jemand das auslöst und halte dich zurück, sei eher zurückhaltend. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation hier im Jungfrau. Und das heißt, was ist deine Lernaufgabe oder was möchtest du noch lernen? Welche Wissen möchtest du vermitteln? Welche Kontakte sollst du pflegen? November. Mars bleibt im Jungfrau. Sonne ist im Waage. Und Merkur, Venus ist im Skorpion. Mars bedeutet hier in diesem Lebensbereich, dass du Kraft zeigst und kannst du dich durchsetzen gegen Konkurrenten, Rivalen oder kannst du dich behaupten bei Verwandten. Mars ist eine männliche Energie, zeigt unsere Kraft oder bedeutet eine männliche Person und das ist eine Begegnung entweder durch eine Schulung oder Internet oder in deiner vertrauten Umgebung. Sonne ist die Monatsthema, das sind die Waagenthemen, inneren Gleichgewicht, Harmonie, etwas vergleichen, ausgleichen, bedeutet aber Gerechtigkeit oder eine rechtliche Lage. Waage symbolisiert auch Partnerschaft. Natürlich auch Schönheit, Kreativität und es ist möglich, dass du hier verschönerst, etwas zu Hause. Die Skorpion-Energie hier im 5. Lebensbereich, das ist die Wandlung, die Transformation, die Lebensfreude, auch mal Leben, das lebendig zu machen. Und Venus, Merkur aktiviert diesen Lebensbereich. Jupiter ist auch hier. Und das sind Kontakte, Verbindungen mit Kindern, Jugendlichen. Aber bei Venus Energie bedeutet auch Liebe und diese Leidenschaft, das Genießen, diese Lebensfreude, Merkur, die Gespräche und Kontakte. Merkur verleiht hier auch eine jugendliche Ausstrahlung. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet, entweder bremst das etwas, die Gespräche, die Kontakte, die Verträge, wobei hier im 5. Lebensbereich ist weniger mit Verträgen was zu tun, sondern Kommunikation.
Bedeutet diese Rückläufigkeit eventuell auch, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit und bekommst du eine Nachricht und habt ihr wieder Kontaktgespräche? Ab 21. November wird dann Merkur direktläufig, ändert sich die Richtung. Ab 28. November wird Neptun direktläufig hier in Wassermann und das bedeutet, ändert sich die Richtung, all das, was du vorstellst, deine Träume, deine Visionen, kannst du in Tat umsetzen. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Halbmond ist Spannung, Unsicherheit und das erlebst du in Liebe, Partnerschaft. 12. November ist Vollmond im Widder. Vollmond bedeutet, wir sollen dahin schauen. Und das erlebst du hier, das kann Neuanfang sein oder hat einen Einfluss auf deine Berufung, eventuell Öffentlichkeit. 19. November ist Halbmond im Krebs. Halbmond ist Spannung, Nervosität, kann auch bedeuten, weil das hier in deinem persönlichen Bereich befindet, das ist dein Aszendent, dass jemand nervt dich und das bringt dich aus der Ruhe. 26. November ist Neumond im Waage, das ist Rückzug, Nachdenklichkeit, entweder bleibst zu Hause und genießt du deine eigenen vier Wände oder sollst du nachdenklich sein über deine Wohnsituation. Dezember. Mars und Merkur ist im Waage. Sonne ist in Skorpion. Und Jupiter, Venus, ist im Schütze. Mars, Merkur, entweder setzt du deine Kraft ein und änderst etwas in deine Wohnsituation und hast du Gespräche, eventuell einen Vertrag oder diesbezüglich Terminen. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person kommt zu dir, bekommst du diese Nachricht und habt ihr schöne Gespräche. Sonne zeigt die Monatsthemen und das ist die Transformation raus aus den negativen Gefühlen wie Angst und übergehen auf die positiven Gefühlen wie Begeisterung, Vertrauen und Liebe. Bedeutet aber Themen mit Kindern oder das inneren Kind, eigenen Kindheit und hier wirkt auch die schöpferische Kraft, Energie und Lebensfreude. Jupiter ist die große Glücksplanet. Venus ist die kleine Glücksplanet und hier in diesem Bereich bringt dir auch Glück. Das kann sein Sport, Bewegung, passt sehr gut zum Schütze-Energie oder eine Reise. Und die sechste Lebensbereich bedeutet Gesundheit oder Arbeit, den Alltag leben, die Pflichten, den Alltag auch bewältigen. Bei diesem Transitbewegung kann Venus bedeuten, dass du hier Kontakt hast mit einer weiblichen Person. Möglich ist es auch, dass du Termin hast bei Frauenarzt, immerhin dieser Bereich ist auch Gesundheit. Venus bedeutet auch Kunst, Kreativität, und auch Selbstständigkeit und das hat auch eine Wirkung auf deine berufliche Situation.
4. Dezember ist Halbmond im Wassermann. Halbmond ist Spannung. Das erlebst du in diesem Bereich. Und das ist das Loslassen. Und das ist möglich, du neigst dazu, etwas festhalten. Diese Spannung kann auch die Ämter sein. Immer wenn das mit Geld zu tun hat. Banken, Versicherungen, Finanzamt oder Erbschaft. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Dieses Thema wird beleuchtet. Das ist Besitz, Geld, Freundschaften und deine Wünsche, deine Hoffnungen. Auch ernst nehmen. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe. Halbmond ist Spannung. Also achte auf die Finanzen. In diesem Tag nichts investieren, auch nichts unterschreiben, was mit Geld zu tun hat. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Und das erlebst du hier im Alltag oder in deiner beruflichen Situation. Eventuell nachdenklich sein, was kannst du beruflich verändern, verbessern. Januar 2020. Mars ist in Skorpion. Das kann bedeuten, dass du Kontakte hast mit Kindern, Jugendlichen und das ist männlich. Immerhin ist Mars männliche Energie. Oder dass du dich einsetzt für die Kinder. Aber dieser 5. Lebensbereich bedeutet auch Lebensfreude, auch Liebe. Und das sollst du auch genießen. Und das ist eine Begegnung mit diesem Mann. Merkur ist im Schütze. Hier hast du Kontakte, Gespräche, eventuell einen Vertrag oder Termine. Sonne befindet sich im Schütze. Das ist die Monatsthema Bewegung, Reisen oder Arbeit, Gesundheit. Und Venus ist im Steinbock, aktiviert deinen 7. Lebensbereich. Und das ist die Liebe, Partnerschaft. Und da hast du Venus-Energie, die Liebesenergie. Februar 2020. Saturn übergeht in Tierkreiszeichen Steinbock. Und wirkt auf Liebe, Partnerschaft. Und hier kommt etwas in Ordnung und hast dabei auch Lernaufgabe. Schicksalhafte Veränderungen. Immerhin ist Saturn der Schicksalsplanet und wirkt auf dein Liebesleben. Sonne befindet sich auch im Steinbock und das ist dein Monatsthema. Zielerreichung oder Liebe, Partnerschaft. Venus befindet sich in Wassermann. Und das ist dein weiblichen Energie und kommt die Transformation, Ängste loslassen, befreit fühlen, auch in Intimität immerhin. Die Thema Sexualität gehört auch zum 8. Lebensbereich. Und Merkur ist auch hier im Wassermann und belehrt dich, fühlt dich außergewöhnlich, fühlt dich einzigartig.
Merkur hier kann auch bedeuten Verträgen, Dokumenten, Terminen mit Ämtern. März 2020. Mars übergeht im Schütze. Und das kann bedeuten, dass du dich durchsetzt in die Arbeit oder hast du eine Begegnung mit einer männlichen Person im beruflichen Umfeld. Pluto verlässt die Schütze und übergeht in Tierkreiszeichen Steinbock und zeigt, wie wichtig das ist, auf dem Wesentlichen konzentrieren. Und das ist diesmal Liebe, Partnerschaft. Sonne, Merkur ist in Wassermann. Merkur ist dann rückläufig und Sonne übergeht im Wassermann. Monatsthema ist die Leichtigkeit, dass du viele Dinge verabschieden kannst, loslassen oder trennen, befreit zu sein von etwas, aber bedeutet auch deine Selbstdarstellung, dein Selbstwertgefühl. Und die Wassermann-Energie zeigt dir dieses Bewusstsein, dass du einzigartig bist und außergewöhnlich bist. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Das heißt, 1. März ist schon im Widder-Zwischenzeit, war auch in Tierkreiszeichen Fischen. Diese Venus-Energie bedeutet hier, du bist als Frau wahrgenommen. Du bist im Glanz und das strahlst du auch aus. Kann auch bedeuten, dass du kreativ bist und das kannst du beruflich verwirklichen oder hast du Kontakt mit weiblichen Personen oder Personen. April 2020. Venus ist im Stier und das kann bedeuten, dass deine Wünsche, Hoffnungen sind deine Schönheit, deine Kreativität, deine Weiblichkeit und Liebe, Partnerschaft oder bedeutet, dass du Kontakte hast im Freundeskreis, Bekanntenkreis mit einer oder mehreren Frauen. Sonne und Merkur ist in Fischen. Monatsthema ist Reise, Ausland, Auslandskontakte. Bei Merkur-Energie handelt es sich um Kontakte, Gespräche. Aber dieser 9. Lebensbereich kann auch ein spiritueller Weg sein und mit Merkur-Energie etwas Neues lernen. Mars ist im Steinbock und es löst aus, dass eine männliche Person wirkt auf dein Liebesleben. Entweder kehrt jemand zurück oder wirst du jemand kennenlernen. Mai 2020. Venus ist im Stier, war mal rückläufig und so kehrt wieder im Stier zurück. Sonne und Merkur ist im Widder. Monatsthema ist deine Berufung, Öffentlichkeit, Zielerreichung und mit dieser Merkur-Energie hast du Kontakte, Gespräche oder Verträge.
In diesem Monat, also Mai 2020, übergeht Jupiter im Steinbock, bleibt aber nicht lange hier, wird rückläufig, dann kehrt wieder zum Schütze zurück. Juni 2020. Sonne und Venus ist im Stier. Venus ist wieder rückläufig. Monatsthema ist Finanzen, Besitz, Werte, Wertschätzung, Hoffnungen, Wünsche, das im Besitz nehmen und auch befestigen. Bei diesem Venus-Energie kann das Selbstständigkeit sein, Kreativität sein, Freundschaften sein und auch Liebe, Partnerschaft. Und dann kommt noch dazu die 11. Lebensbereich, natürlich die Hoffnungen und Wünsche, aber auch Freundschaften. Und das sind Kontakte mit einer oder mehreren Frauen. Und Merkur befindet sich in Zwillingen. Die 12. Lebensbereich sind die Geheimnisse des Lebens. In dieser Zeit wirst du etwas lernen und erkennen. Die 12. Lebensbereich bedeutet auch Schweigen. Und weil bei Merkur-Energie um Kommunikation handelt, in dieser Zeit achte darauf, dass du vielleicht nicht alles erzählst, sondern eher das Schweigen. Die 12. Lebensbereich bedeutet auch geheime Feinde und es ist leider auch möglich, dass hinter deinen Rücken Gespräche geführt werden und das ist hier diese Merkur-Energie und du spürst es. Möglich ist auch, dass jemand ihre oder seine Geheimnisse dir anvertraut. Juli 2020. Mars ist in Tierkreiszeichen Fischen. Juni war in Wassermann. Das habe ich übersehen und das heißt, Juni war Mars hier in Wassermann und das bedeutet, du sollst auf deine eigenen Kraft achten, auf deine inneren Kraft und auch überlegen, wovon sollst du loslassen, verabschieden, damit du in Kraft bleibst. All das, was dir Kraft raubt, davon sollst du verabschieden. Diese Mars-Energie kann auch bedeuten, dass du dich durchsetzen musst bei einer erbschaftlichen Situation oder bei Ämtern. Oder hast du eine Begegnung mit einer männlichen Person und in diesem Lebensbereich gehört auch die Intimität. Das war Juni und Juli übergeht Mars im Fischen und das heißt, achte auf deinen Gefühlen. Die Tierkreiszeichen Fischen gehört zum Wasserelement und dabei handelt es sich um unsere Gefühlen. Raus aus die Angst, das blockiert, die Ruhe bewahren. Das kann auch eine spirituelle Richtung sein für dich, dass du deine Energie, deine Kraft in dieser Richtung einsetzt. Mars bedeutet auch eine männliche Person und hier hast du Kontakt im Ausland oder kennenlernst jemand auf einer Reise. Venus ist im Stier. Immer wieder vorwärts bewegen, rückwärts bewegen, also ziemlich lange hier im Stier. Und das bedeutet Kontakte im Freundeskreis mit Frauen oder dein Wunsch ist,
deine Kreativität, deine Weiblichkeit in Ausdruck bringen oder deine Hoffnung in die Liebe, Partnerschaft. Sonne ist in den Zwillingen. Monatsthema ist die Leichtigkeit, etwas spielerisch betrachten, immer wieder mal Rückzug, die tiefe Zusammenhänge, das Leben erkennen und auch die geheime Feinde, das auch erkennen. Und Merkur ist auch hier. Ist rückläufig, also kehrte wieder zurück zum Zwillingen. August 2020. Sonne ist im Krebs. Monatsthema ist Familie, deinen Gefühlen, deine Persönlichkeit im Ausdruck bringen. Venus und Merkur ist in Zwillingen. Und da sind hier die Geheimnisse. Das kann bedeuten, dass du sollst über dein Liebesleben nicht viel erzählen, sondern das für dich bewahren. Kann auch bedeuten, dass eine weibliche Person erzählt ihre Geheimnisse oder dass du geheime Feinde hast und das ist eine weibliche Person und sie redet hinter deinen Rücken. Ab 1. Januar habe ich die Mondphasen nicht erwähnt. Das habe ich in meinem Kalender und das erscheint erst am September, deswegen bin ich auf diese Thematik nicht eingegangen. Liebe Elinera, das war dieser Jahreshoroskop. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.